Das war also auch ein Hund, auch wenn es aussah, als ob es ein Schaf war. Jetzt muss ich wieder durch das Gebäude rein und unten wieder raus. Weil hier oben sind wir ja auch fertig. Ich hoffe, wir brauchen in den anderen Gebäuden nicht so lange. Das ist halt wirklich das Problem, wenn man so ein Spiel blind spielt. Man weiß nicht, wo man am besten zuerst hingeht. Deswegen klappert man immer irgendwie alles nach der Reihenfolge ab und hofft auf das Beste. Die Kataka-Wache ist hier draußen unterwegs. Oh. Salz. Salz ist immer gut. Was reden die? Angeblich haben Laro... Angeblich haben Laro und Orso wieder gekämpft, Meinungsverschiedenheiten ausgetragen. Tut mir leid, dass ich es verpasst habe. Wie ist es gelaufen? Kein Tropfen Blut wurde vergossen. Das muss sich jemand zwischen sie gestellt haben. Ja, das war ich. Hi, du bist auch jemand well mit Namen. Met, Stranger. Akira, but isn't this district a fine place? Schön, dich kennenzulernen, Fremder. Akira, ist dieser Bezirk nicht toll? Joanna streiert wehmütig in die Ferne. Nicht umdrehen und sehen, was sie sich ansieht. Sie sieht sich nichts Spezielles an. Alles Mögliche von den hohen Gebäuden bis zu den Pflastersteinen scheint sie zu faszinieren. Sie bemerkt deine Aufmerksamkeit und blickt zum Boden. I am not one meant to venture far from the gullet. Until recently, I had a respectable job at the Luminous Bathhouse. Ich bin nicht dafür geboren, mich weit vom Schlund zu entfernen. Bis vor kurzem hatte ich anständige Arbeit im leuchtenden Badehaus. Now that I am unemployed, I seek to make myself useful before the money runs out, and I must return to the Roparu as a pauper. Jetzt, wo ich arbeitslos bin, will ich mich nützlich machen, bevor mir das Geld ausgeht und ich verarmt zu den Roparu zurückkehren muss. Was sind das denn für welche? Ah, die niederste soziale Klasse. Ihr Blick verfinstert sich und sie sieht wieder zu dir hoch. Du hast im leuchtenden Badehaus gearbeitet. A wonderful place. Would that I could cross its threshold again and feel the mist of luminous waters. Ein wunderbarer Ort, wenn ich doch nur einmal seine Grenze überschreiten und den Nebel der leuchtenden Gewässer spüren könnte. Ihr trauriges Lächeln ist ehrlich. In spite of my time there, I cannot do else but give it my highest recommendation. You will find the luminous bathhouse in Periki's Overlook. Trotzdem mehr Zeit kann ich nicht anders als wärmstens empfehlen. Du wirst das leuchtende Badehaus in Periki's Aussichtspunkt finden. Nördlich von hier. Erzähl mir was vom Ankerplatz. The Queen granted this area of the city to the Valian outsiders. Here they organize their business and trade, digging up the archipelago with both hands and carrying riches overseas. Die Königin hat diesen Bereich der Stadt den valianischen Fremden zugeteilt. Hier organisieren sie ihre Geschäfte und ihren Handel, graben den Archipel mit beiden Händen um und schleppen die Reichtümer ins Ausland. Sie blickt zu den Docks. In her welcoming embrace, the Queen allowed a similar concession to the Royal Deadfire Company. You would do well to see as much of Nekataka while you are here, I am thinking. Was haben wir ihr vor? In ihrer Gastfreundlichkeit hat die Königin der Königlichen Todesfeuergesellschaft eine ähnliche Konzession erteilt. Ich rate dir, so viel wie möglich von Nekataka anzusehen, solange du hier bist. Wie hast du deinen Job verloren? More happens at the bathhouse than cleanliness and ease. It is a place of meetings, business and transactions, to all of which the attendants are either blind or deaf. Im Badehaus geht es um mehr als nur um Reinigkeit und Entspannung. Es geht um Treffen, Geschäfte und Transaktionen. Und die Badewärter sind im Gegenüber blind oder taub.
One day, I overheard more than I ought to have. In my airing, I gasped. To my great shame, I showed a most unprofessional reaction before clients. I was fired. And rightly so. Eines Tages habe ich mehr gehört, als ich sollte. Ich machte den Fehler, nach Luft zu schnappen. Zu meiner großen Schande habe ich vor meinen Kunden höchst unprofessionell reagiert. Ich wurde gefeuert und zu Recht. Sie senkt den Kopf. Was hast du im Badehaus gehört, dass so einen Skandal auslösen würde? Akema schüttelt den Kopf und lässt ihn tief beschämt sinken. Sie zittert und es ist klar, dass sie ihrer Meinung nach genug gelitten hat, ohne sich noch weiter zu erniedrigen. Dann leb wohl. So, das hier ist eine leuchtende Adramühle. Die wohl zur Valianischen Handelsgesellschaft gehört. Können wir einfach rein. Wenn du keinen guten Grund hast, hier zu sein, kehr auf der Stelle um. Ah, ich habe guten Grund. Leuchtendes Adra interessiert mich als Wächter. Mühlenarbeiter und jede Menge Adra, wie es aussieht. Da sieht jemand aus, als ob er wichtig wäre. Diese rohen, später leuchtenden Adras behalten ihren überirdischen Glanz bei. Dachbalkon, Mühlenwache. Der täglich eintreffende Rohlen verfeinerte leuchtende Adra wird hier sorgfältig gefasst. Das geht ebenso für abgehende Lieferungen. Du hörst Cortinas Stimme, bevor du sie selbst zu Gesicht bekommst. In der gesamten Mühle hallen ihr lautes Lachen und ihre fröhlichen Anweisungen wieder. Sie huscht von Arbeiter zu Arbeiter, hat für jeden ein Wort, entweder der Kritik oder des Lobes. Endlich deckt sie dich, der Schatten ängstlicher Besorgnis liegt sich über ihr Gesicht. Sie überspielt ihre Furcht mit einem strahlenden Lächeln. You are here about the taxes. Tell the queen. Wenn du wegen den Steuern hier bist, sagt der Königin. Oh, you are not the tax collector. Oh, du bist gar nicht der Steuertreiber. Sie verhängt ihre Augen und ihre Hand zuckt zum Knauf ihres Schwertes. What business brings you to my mill? Was führt dich zu meiner Mühle? Wer bist du? Kä? Was? Cortina lehnt sich näher, einer sehr buschigen Augenbraune hochgezogen. You go around asking just anyone in Queen's Birth personal questions. Maybe you end up dead in a ditch. Have caution, eh? Wenn du herumgehst und Hinz und Kunst am Ankerplatz der Königin persönliche Fragen stellst, endest du eines Tages noch im Graben. Sei vorsichtig, ja? Lucky for you, I am a woman of honor. Zu deinem Glück bin ich eine ehrenhafte Frau. Sie schenkt dir ein sonniges Lächeln und klatscht in die Hände. I direct Luminous Milling for the Valian Trading Company. It's a nice job, eh? And I'm quite good at it. Ich leite die Verarbeitung leuchtenden Adras für die Valianische Heldesgesellschaft. Ein schöner Job, eh? Und ich bin recht gut darin. You want to know more? Buy me a drink first, per guano. Willst du mehr wissen? Dann kauf mir erst ein Getränk, per guano. Zum Wohle. Cortina klopft dir mit einem verschmitzten Lächeln auf die Schulter. Was genau tust du hier? Cortina sieht dich mit übertriebenem Erstaunen und großen grünen Augen im Raum um. Sie lacht in sich hinein und fährt mit dem Finger über den Arm des Stuhls neben ihr. Sie hält den Finger für dich hoch. Er ist von schillerndem blauen Staub überzogen. We mill luminous, of course. Wir bauen leuchtenden Adra ab, was sonst? Take big chunks, break into smaller chunks, crush into dust-sized chunks. Wir nehmen große Brocken, hauen sie in kleine Brocken, zermahlen diese zu Staub. Per complanquenet, it is really not so complicated. Per complanquenet, das ist wirklich nicht so kompliziert. Sie tätschelt gönnerhaft deinen Arm. An dem Ball wohl. Guten Tag, ja.
Hier auf dem Balkon ist wieder ein Hund. Abraham. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir ständig hier überall Tiere einsacken. Senkt den Wiederherstellungsmodus für Rüstung. Je nach Rüstungsart unterschiedlich. Aha. 10 Gesundheit wiederhergestellt. Nicht mal so schlecht eigentlich. Also ja, Abraham verringert meine Erholungsgeschwindigkeit. Also das, was durch die Rüstung. Gemacht wird. Und wenn Gruppenmitglieder was töten, dann werden sie geheilt. Okay, das Haus nebenan ist Sansas Kartenemporium. Die hat auch einen Hund. Oder er sieht eher aus wie ein Typ. Oh, hello. Welcome to my shop. It's such a pleasure to see a new face. Oh, hallo. Willkommen in meinem Laden. Was für eine Freude, jemand Unbekanntes zu sehen. Sansa springt auf die Füße und setzt ein breites Grinsen How auf. Might I assist you? Wie kann ich dir helfen? Was tust du hier? I'm a cartographer. I make maps. I'm not half bad at it either. And may the gods forgive my immodesty for saying so. Oh, ich bin ein Kartograf. Ich stelle Karten her. Ich bin gar nicht mal schlecht darin. Mögen mir die Götter meine fehlende Bescheidenheit verzeihen. If you need a map of any settled region of the Deadfire, I am your man. And my commission rates are quite generous. Wenn du eine Karte irgendeiner besiedelten Region des Todesfeuers suchst, bin ich dein Mann. Und meine Auftragspreise sind recht günstig. It used to be I would take to the sea and do a bit of charting myself. But I haven't the time. Too many maps need making. A shame too. There's a whole swath of the Deadfire I've yet to see. Früher bin ich selber zur See gefahren und habe an meinen Karten gearbeitet, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Zu viele Karten wollen erstellt werden. Und eine Schande obendrein, es gibt noch so viele Ecken des Todesfeuers, die von mir entdeckt werden wollen. I'm quite keen to write a book, in fact. Oh, but I won't trouble you about that. Excuse my nattering on, won't you? Ich bin eigentlich sogar darauf und dran, ein Buch zu schreiben. Oh, aber ich will dich damit nicht belästigen. Entschuldige mein Geschwätz, ja. Schläfst du hier? Sometimes. Oh ja, manchmal. Er legt eine Hand auf seine Stirn und läuft bis über beide Ohren knallrot an. Many to the work, you know? I just get so engrossed in my maps. And next I know, it's morning. Mit Arbeit verheiratet, du weißt schon, ich bin nur immer so vertieft in meine Karten, dass ich gar nicht bemerke, wenn ich die Nacht durcharbeite. Sharing a bed with a few maps is a good sight better than sharing with Caleb, I'll tell you that. Sich ein Bett mit ein paar Karten zu teilen, ist eine deutlich schönere Aussicht, als es sich mit Caleb zu teilen. Das kann ich dir sagen. He always hogs the blankets. Er klammert sich immer an die Decken. Er reibt sich in den Nacken. Netter Hund. So? He is a magnificent beast, isn't he? Findest du? Ein prächtiges Tier, nicht wahr? Sansas Gesicht gibt ein Lächeln auf, das breit genug ist, um den ganzen Raum zu erhellen. Er dann nickt und zwinkert. He's been a bit low lately. Between you and me, I think he's heartsick for the sea. In letzter Zeit ist er ein bisschen niedergeschlagen. Unter uns, ich glaube, er sehnt sich nach dem Meer. Du sagst, dass du an einem Buch arbeitest? I'm putting together an explorer's account of the Deadfire. Or at least the part of it Queen Onekaza's tribe has laid claim to. My book will be the first of its kind. The explorer's club will go mad for it. Ich stelle verschiedene Erforscherberichte über das Todesfeuer zusammen. Oder zumindest von dem Teil, den Königin Oniskas Stamm für sich beansprucht. Mein Buch wird das erste seiner Art. Der Club der Erforscher wird verrückt danach sein. Or, well, that was the idea. It's a fiercely dangerous enterprise, in point of fact, and nobody will agree to chart the islands for me.
Zumindest war das der Plan, ein extrem gefährliches Unternehmen, um ehrlich zu sein, und niemand will die Inseln für mich aufzeichnen. You'd think ship captains would be a bold-hearted bunch. I offered fair recompense. Man sollte meinen Schiffskapitänen wären mutig. Ich habe ihnen eine faire Bezahlung angeboten. Sansa verschreckt seufzend die Arme. I'm not exactly the most powerful fighter, or I do it all myself. Still, wouldn't it be wonderful? An explorer's guide to the Deadfire. Someday. Ich bin nicht gerade der mächtigste aller Kämpfer, sonst würde ich das selbst erledigen. Aber trotzdem, wäre das nicht wunderbar? Ein Erforscherhandbuch für das Todesfeuer. Irgendwann. Ich bin mutig, ich habe ein Schiff. Brauchst du Hilfe? Wenn die Bezahlung stimmt, nehme ich den Auftrag an. Ein paar hübsche Bilder in deinem Buch und dein Erforscher steht vor dir. Brauchst du Hilfe? This is... Wow! I can't thank you enough! Meinst du das ernst? Das ist einfach, wow, ich kann dir nicht genug danken. It's a lot of ground, I mean water to cover, and some of these islands are in very dangerous waters.